Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Outdoor im Seeland. Wir befinden uns heute hier an der Aare, genauer gesagt am Nidau-Büren-Kanal, am historischen Stauwehr, wo Ausgangspunkt ist für unsere heutige Wanderung nach Büren an der Aare. Das Video wird sicher ein Zweiteiler werden. Es kann sein, dass es sogar dann noch einen dritten Bonusteil gibt, wo wir auf dem Kursschiff unterwegs sind. Aber das sehen wir dann. Übrigens mit am Start ist wieder mal Manu und unser Hündli, Samira. Und ein Kollege, der sich im Moment noch ein bisschen ziert. Aber ich denke, ja, der wird irgendwann sein Schnürli aufmachen und auftauchen. Wir sind jetzt 40 Minuten unterwegs, nehmen es ganz gemütlich, geniessen hier, dass die Zivilisation langsam ein Ende nimmt. Also da sind noch ein paar Häuser und dann kommt hier die pure Natur. Auf der anderen Seite, dort haben wir natürlich ja, weit und breit noch ein bisschen Häuser. Aber wir müssen ja nicht hier rüber schauen. Könnt ihr da her schauen. Ich habe mich lange gefragt, wofür das überall die Absätze sind. Und ganz 100% sicher konnte ich es nicht herausfinden. Aber Leute von der Feuerwehr haben mir erzählt, dass man dort früher, wenn es im Dorf hier gebrannt hat, dort die Pumpen angestellt hat und einfach das Löschwasser von der Aare geholt hat. Tja, so einfach ist die Erklärung. Jetzt eine gute Stunde unterwegs, haben etwas über 2 Kilometer gemacht. Nein, etwas über 4 Kilometer, so stimmt es. Und sind hier bei einer ersten schönen Raststätte angekommen, wo auch uns zum Verweilen einladen. Ja, da sieht man die schöne Aussicht auf unseren Mitwanderer. So. Okay, ihr habt hier die wunderschöne Aussicht auf die Aare runter. Und hier im Hintergrund, ich hoffe, man sieht es auf der Jura. Und da ist die wunderschöne Feuerstelle. Meistens hat es auch irgendwo noch ein bisschen Holz, genau dort. Und da werden wir jetzt mal verweilen, ein Schlückchen trinken, bevor wir den nächsten Teil in Angriff nehmen. Ja, Leute, jetzt wissen das. Was ist mit euch? Kommen wir auch mit? Also gehen wir weiter. Ja, genau. Und ich würde auch euch empfehlen, hier über die Brücke zu gehen und als anderen Aarenufer. Weil sonst müsst ihr hier nachher auf dieser Strasse laufen. Und naja, das kann es nicht sein. Ja, Leute, ihr könnt hier
Sehen das? Jawohl. Ihr könnt hier natürlich auch geradeaus laufen. Und dann kommen wir bei einem Restaurant vorbei. Wir nehmen aber gleich hier das andere Ufer und gehen über die Brücke. Schon herrlich hier, he? Nice. Das hat voll Menschen als Pfarrhaus. Ja, wobei. Teil davon. Weißt du, dieser Teil sieht ja viel älter aus als dieser. Wobei kann natürlich auch eine Renovation sein, gell? Dass zuerst mal einfach das gewesen wäre und dann irgendwie da abgebaut später, ja. Ah, ein alter Stift oder so noch vor, ja. Nachdem du hier das mittelmäßig trächtige Gebäude passiert hast, kommt nachher auch schon die nächste Brücke. Das ist die Fischerbrücke, wenn ich es recht im Kopf habe. Und dort gehen wir wieder auf die andere Seite. Ihr könnt aber auch auf dieser Seite bleiben. Was eigentlich der schöne Weg ist, aber wir wollen einen speziellen Punkt noch erreichen. Und darum gehen wir jetzt wieder über die Brücke. Wie ihr seht, ist der Fluss immer noch auf dieser Seite. Wir haben uns gerade spontan entschieden, auf dieser Seite zu bleiben, weil uns hier einfach gleich immer noch zu viel Verkehr ist. Und auch auf dieser Seite der Aare wird es wunderschöne Plätzli haben, wo man nachher sicher irgendwo eine Wurst grillieren können. Das Häuschen, das ihr hier seht, das ist eben das Restaurant Binte. Und wir sind ja jetzt eben auf der anderen Seite, weil das einfach der schöne Weg ist, um die Büsse zu holen. Und wir einfach keine Lust haben, auf dieser grossen Strasse zu fahren, zu laufen, meine natürlich. Lesen bildet. Aber schaut mal, wie kompliziert die das geschrieben haben. Aber wir haben ja jetzt Oktober und dementsprechend dürfen wir es betreten. Let's go, gehen wir. Schaut euch das an. Hey. Das kann ja Zufall sein. Aber ich glaube nicht an Zufall. Und auch, obwohl wir das Glück haben, dass wir zufällig jetzt ins Naturschutzgebiet hier dürfen, können wir die Gelegenheit ja nutzen und den Müll entsorgen. Auch ist das so ein schönes Plätzchen hier. Zuerst mal Müll zusammensammeln. Schweine. Thank you.
Hey, cool, das müssen wir gerade anschauen. Also, wenn ich noch etwas herausfinde, tue ich es natürlich einblenden oder ich spreche es im Nachhinein auf. Aber es sieht verdächtig danach aus, dass man hier den alten Dachstuhl von dieser Kirche haben, weil der fehlt irgendwie ein Dach. Also es sieht natürlich nur so aus, aber ja, schade. Wäre doch schön, wenn die Kirche immer noch ihr Dach hätte. Hier sehen das alte Widerlager, wo man früher ja die ganze Glocke bewegt hat. Und bei den modernen Kirchen wird ja nur noch da innen dran der Bämbel, sage ich jetzt mal, bewegt. Wow, schöne alte Mechanik. Und auch hier sehen wir noch das alte Lager. Sehen wir es hier? Hier in der Bildmitte. So, hier. Das alte Lager. Die Aufhängung. Und die kleinere Glocke. Hey Leute, mit diesen Bildern verabschiede ich mich. Und wir sehen uns im nächsten Teil, wo wir dann von Büren nach Biel mit dem Schiff fahren. Und ich werde versuchen, den Captain zu überschnurren, dass ich die Kamera für euch an so etwas verbotenen Noten aufstelle. Ob mir das gelingt, das seht ihr im nächsten Teil. Und wenn ihr wollt, den Kanal abonnieren, könnt ihr das hier machen. Und an den anderen Noten könnt ihr andere Videos anklicken und noch mehr Stuff konsumieren von Outdoor im Seeland. Ciao zusammen!